Ja, Eden ist eigentlich noch nicht bei. Eden muss bei der Schule sein, theoretisch. Oh, das Haus leckt schon wieder. Es liegt alles an dem Haus, weil wir hier so ein. Huch. So ein ganz tolles, großes Haus haben. Und umso mehr Erweiterungspacks kommen, umso größer wird es auch. Und das ist ätzend ein bisschen. Ich bin nur ein bisschen. Passt schon. Ja, was wollte ich gerade sagen? Und nicht lügen bei irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich wollte irgendwas sagen. Habe ich schon wieder vergessen, ne? Geht mir immer so. Eden muss zur Schule. Ja, warum geht die nicht? Eden, jetzt alles gut. Du musst. Obwohl, sie könnte eigentlich. Ja, warum schwänzt die heute einfach nicht? Ich meine, die ist müde. Den Vater juckt's nicht. Oder. Naja, für ihren Vater ist sie sowieso das Engel auf. Das Engel. Der Engel auf Erden, also was soll's? Die isst jetzt was und gut ist. So, Nathan, musste er zur Arbeit heute? Es wäre schön, wenn er mal frei hätte. Nein, er hat Samstag, Sonntag frei, weil ich die heute möglichst auf guten Stand bringen möchte, wegen der Verlobung und so. Macht denn der? Der isst vergammeltes Essen. Warum? Hol dir bitte was Neues. Du musst hier nichts vergammeltes, ein vergammeltes Würstchen oder so essen. Das ist nicht notwendig. Überhaupt nicht, Nathan. So, was macht sie? Sie spült, sag mal. Ach, das sind Selfies. Qualität schlecht. Qualität normal. Kann ich mir das auch angucken? So irgendwie. Schwarz-Weiß-Filter. Aha! Nee, das, Möchte ich ihn nicht mehr haben? Wie kann ich das denn? Pass auf, wir verstecken das hier gleich. Nee, das funktioniert auch nicht. Scheiße. Jetzt. Wir verkaufen das einfach. Braucht doch kein Mensch mehr. Joan könnte aber mal in Edens Reich gehen. Habe ich überlegt, das haben wir auch noch nie ausprobiert. Wir haben hier so viele Dinge, die wir einfach noch nicht ausprobiert haben. Und hier Fotos machen. Hintergrund festlegen. Wasser wäre doch ganz cool. Geh mal hier hin. Macht. Ja, koch erst. Oh, das sieht so geil aus. Was sind sonst noch für Hintergründe? Das muss ich jetzt mal ganz kurz testen. Party. Was ist denn ein Party-Hintergrund? Nee, der sieht scheiße aus. Himmel. Der sieht auch nicht so cool aus. Backsteinmauer. Hallo? Der sieht auch cool aus, die Backsteinmauer. Draußen. Was ist draußen? Oh, das sieht auch schön aus. Wie 3D-mäßig das aussieht. Haben wir noch irgendwas Cooles? Kann man auch neue kaufen? Das wäre immer cool. Nee, haben wir nicht. Also, wissen wir, wir nehmen Wasser. Das sieht nämlich mit Abstand am geilsten aus. Aber richtig. Und dann können wir hier Fotos machen, ne? Gruppenfoto, sich ums Fotostudio kümmern. Foto machen von. Ihr könnt eigentlich von Eden, ne? Ja, mach mal von Eden. Versuch dich mal ein bisschen mit der anzufreunden. Nathan muss aber zur Arbeit. Sorry, das tut mir. Oh, scheiße, dem geht's wieder so richtig schlecht. Nathan muss zur Arbeit. Das tut mir echt leid. Freundchen, du kannst hier nicht baden gehen. Geh doch mal bitte. Hä? Zur Arbeit gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die machen nicht das, was ich denen sage. Doch, die machen das, was ich denen sage. Aber er geht. Doch, jetzt geht er zur Arbeit. Das hat eine lange Leitung, glaube ich, gerade. Eden kommt runter. Ja, eigentlich muss die schlafen, ne? Scheiße. Mist, die stinkt auch. Warum kriege ich das mit den Bedürfnissen nicht hin? Das nervt mich. Und warum macht Joan nicht das, was man ihr sagt? Kommt die da nicht hin, oder was? Ja, gut, dann ist mir das jetzt auch egal. Eden. Ich wollte nur was Neues ausprobieren. So viel zum Thema. Probier doch mal was Neues aus. So, duschen kannst du. Du musst nämlich, glaube ich, duschen, oder? Wie sah das aus? Nee, duschen musst du nicht mehr. Aber du musst mal aufs Klöchen. Popöchen. So, verwenden. Nathan ist zur Arbeit gegangen. Das freut mich. Heute Abend sieht das. Es sieht bei ihm so schlecht. Wobei, es geht. Dann gucken wir noch, dass Joan da
geht's auch. Ich finde nämlich, wir könnten heute mal den Heiratsantrag machen. Oder haben wir das schon gemacht? Ich weiß es nicht, es muss aber romantisch sein. Deswegen sollte hier unser Putzmann, ach, da ist er ja schon, der sollte mal langsam hier durchwienern. Und dann können wir, ja, wir brauchen noch ein Ambiente. Was können wir denn als Ambiente für einen Hochzeit, für einen Heiratsantrag nehmen? Am See vielleicht? So am Lagerfeuer? Nee, das ist auch doof. Wo macht man denn... Es ist auch dumm, das hier schon so zu planen, ne? Wir haben hier schon die Hochzeitsdingens und die haben da nicht mehr den Gedanken daran verschwendet zu heiraten. Aber trotzdem haben die das schon. Ist auch ein bisschen blöd. Ich finde das Ambiente hier sehr schön. Wir setzen uns heute mal ans Lagerfeuer und machen das. Zumindest Nathan und Joan, weil die Kinder schlafen an der Zeit schon. Die müssen auch nicht beim Heiratsantrag dabei sein. Ich glaube, da möchte man lieber ungestört sein. Und diesen Wunsch werden wir Nathan auch gewähren und was ist das denn für eine Musik? Und was macht sie hier unten? Warum ist sie denn unten? Du hast oben auch einen Tisch. Das sieht auch so geil aus, dieses Schwimmbad hier. Mit den, also die Wasserfälle sind so richtig cool. Nacktbaden, nee, lassen wir mal. Kannst du auch von dir selbst Fotos machen? Was ist denn sich ums Fotostudio kümmern? Was macht man da? Das sieht so schön aus, das Fotostudio. Ich weiß auch nicht. Dieser Hintergrund ist so geil. Einfach nur cool. So. Ach, die auch. Ach, die ist noch. Okay. Eden schläft, das weiß ich. Aber so lange sollte die auch nicht schlafen. Weil, die in der Nacht eigentlich schlafen soll. Aber ich werde jetzt mal ein bisschen Schlafzeit gewähren. Aber nachts sollte sie nicht so wach sein. Nicht unbedingt. Joan kümmert sich jetzt ums Fotostudio, was wie folgt aussieht. Sie steht vor der Kamera und macht nichts. Kann sie mit dieser Kamera hier ein Selfie machen? Im Inventar platzieren. Siehst du mal, mach mal. Und dann können wir vielleicht probieren, mal ein Selfie zu machen. Das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Sie sieht von hinten so richtig schön aus, bis auf, dass sie hier solche breiten Schultern hat. Aber ich freue mich schon auf die Hochzeit, ne? Das könnte gut werden. So. Das Problem ist, können die Kinder das Fotostudio bedienen? Nee. Weil ich halt gerne mit... Na gut, da gibt es Gruppenfotos, ne? Okay, das funktioniert. So, sie hat jetzt die Kamera im Inventar. Nee, hat sie doch. Müsste sie irgendwo jetzt. Hat sie die Kamera im Inventar? Nee, das ist schlecht. So, Foto machen. Probier's mal. So. Nee. Wie drehe ich denn? Wie drehe ich denn jetzt? Man kann den Blitz auch einschalten. Wie drehe ich den jetzt? Es gibt sogar Filter. Wie geil ist das denn? Kann ich hier kann ich raus. Ich wollte ein Selfie machen. Geht das nicht? Foto machen von... Von mir selbst kann ich kein Foto machen. Das ist ja blöd. Das ist ja doof. Nö, dann nicht. Dann habe ich keine Lust darauf. Wir sind jetzt hier mit Joan alleine. Und die Sache ist, wo feiern wir eigentlich die Hochzeit? Feiern wir die hier unten im Eiskeller oder oben im Sonnenparadies? Ich finde, wir könnten die eigentlich oben feiern, weil ist der Partybereich hier oben größer. Ich glaube, der ist ein bisschen größer. Vor allem gibt es hier auch ein DJ-Pult und ja, der ist definitiv größer. Und ja, ne? Ich glaube, wir feiern oben. Alles klar, dann hätten wir das auch. Und können uns mal darum kümmern. Ja, Eden macht nichts, Joan macht nichts. Wir warten eigentlich nur, dass Nathan kommt. Wann kommt Nathan? Arbeitet er eigentlich hart? Er ist selbstsicher, das ist auf jeden Fall sehr gut. Aber das ist, fällt ihm ja nicht schwer. Wenn er selbstsicher ist, sieht er komisch aus. Ich kann hier nicht einstellen, wie er sein soll. Ach, hier ging das. Ich habe eine Weile nicht mehr gespielt. Bei Boss einschmeicheln. Guck mal, das kannst du mal machen. Weil das fände ich gut. Und du kannst dich in der Schule fleißig anstrengen, obwohl du stinkst. Aber auf jeden Fall anstrengen. Denn deine Leistungen sind super gut. Also fast gut. Level 2 Charisma reichen. Achso, das ist er.
und Logikfähigkeit, das haben wir. Ach, das sind seine Leistungen. Er muss Berichte ausfüllen, das probieren wir dann auch aus. Und dann gucken wir bei Shirley mal. Sie ist aber im sehr, sehr guten Bereich. Wo ist Eden? Ich glaube, Eden ist so schlecht, dass sie nicht mehr angezeigt wird, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Ich habe halt Angst, dass die dann eventuell mal vor. Ach ja, sie ist im normalen Bereich noch. Nicht, dass sie halt irgendwann mal in der Schule, also so rausgeschmissen wird. Oh nein, Eden hat schlechte Leistungen in der Schule erbracht und ist jetzt Vierer-Grundschülerin. Ja, das ist doch gut. Was erwarten die von Eden? Dass die hier eine 1 schreibt? Ich glaube aber auch nicht. So. Eden schläft. Jetzt muss sie aber langsam mal. Ich würde sagen, Eden macht mal auf. Ich möchte mich eigentlich ganz kurz, wir haben schon 16 Uhr. Kurz noch um die Kümmern. Das wäre alles. So. Eden ist beschämt, weil sie nicht in der Schule war, oder was? Ja, seit wann bist du denn da beschämt? So. Eden ist was. Ich möchte mich ganz kurz um die Kinder kümmern. Orangensaft. Nee, Orangensaft ist so doof. Wir kümmern uns hier um alle Leute, damit wir dann auch wirklich den Abend für. Ja, für Dingens haben. Ihr habt was zu. Also, du hast was zu tun. Shirley ist scheiße müde. Er hat Geld mit nach Hause gebracht. So, bevor ihr jetzt irgendwas macht, wie geht es dir? Du hast Hunger. Darum kümmern wir uns als erstes. Berichte ausfüllen lassen wir heute mal sein. Personal einstellen können wir irgendwie. Nee, wir können nur Caterer. Scheide, wollte ich sagen. Aber das ist was ganz anderes. Ja, schnelle Mahlzeit ist auch du. Und zwar ein Mikrowellengericht. Oh, Hygiene, das geht gar nicht, wenn du hier so stinkend da rumrennst. Das, nee, ist nicht schön. So, du bist auf jeden Fall noch wichtig. Dir geht's aber soweit ganz gut. Ich weiß nicht. Ja, wir kümmern uns mal ganz kurz um deinen Hunger und kannst noch einen Orangensaft oder so nehmen. Kochen. Nee, kochen ist scheiße. Wisst, ich verklick mich immer, weil ich total abwesend spiele. Ne? Man sollte Sims nicht abwesend spielen. Abendessen servieren, schnelle Mahlzeit. Schnelle Mahlzeit ist das, und zwar ein Orangensaft wäre nicht schlecht. Ansonsten ist sie super drauf. Nathan, was will die mit Nathan machen? Umarm. Oh, das ist ja süß, von alleine. Aber ich habe sie jetzt gestört. Nathan, hast du jetzt schon was gegessen? Ich glaube nämlich nicht. Warum kann ich nicht auf dich schalten? Manchmal spinnt das Spiel so echt. Es geht ja duschen, ohne was zu essen. Ich glaube das nicht. Geh doch bitte etwas essen. Mikrowellengericht. Der ist angespannt. Das ist nicht gut. Aber irgendwie geht es hier allen schlecht. Warum? Warum ist die Banane krumm? Spaß. Du kriegst gleich Spaß, mein Freund. Würde ich mal behaupten. Eden, was machst du da? Warum geht es dir schlecht? Dir ist unwohl. Weil du Hunger hast. Ja, du isst ja. Nee, warum isst du nicht? Warum haben die immer so ein Problem mit Essen? Du isst jetzt auch, hoffentlich. Warum hat der Typ eigentlich gesagt, er wäre fertig? Und hier steht noch lauter stinkender Scheiß rum. Das verstehe ich nicht ganz. Kann mir das jemand erklären? Die alten Spaghetti von gestern. Und warum tut er das nicht in den Kühlschrank rein, hier in diesen Mülleimer? Das verstehe ich nicht ganz. Schokoladenkekse stehen hier auch noch rum. Oh, ich verstehe das nicht. Dass ich das hier nie reinstellen kann, das nervt mich so extrem. So. Toll. Hier hinten steht noch Müll. Ich räume jetzt hier schon wieder für die auf. Und es ist schon 18 Uhr, Mensch. Langsam sollte ich dann aber auch mal zu Potte kommen. Das nervt mich so extrem. Ja. Cool. So, die essen hier 2 Stunden schon und kriegen es nicht auf die Reihe, das zu essen. So. Esst ihr mal. Und Nathan, du auch bitte. Jetzt, sofort. Sofort. Ja, eine schnelle Mahlzeit. Ich dachte schon, er kocht gleich. So. Spaß ist echt schlecht. Shirley schläft schon. Das ist gut. Das ist nämlich ihr einziges Bedürfnis, was nicht so gut ist. Sie isst und danach kann sie ins Bett gehen. Weil dann hätten wir nämlich die Kinder schon mal draußen. Ne, die sind dann weg. Und du kannst, wenn du aufgewacht bist, schlafen, weil du machst, glaube ich, nur ein Nickerchen, wie es aussieht. Oh, sie ist wütend.
Warum auch immer. So, Nathan. Sind wir jetzt soweit? Swinkey. Ist doch einfach was. Irgendwo, du hast hier Sitzmöglichkeiten ohne Ende. Guck dir das Haus an. Da steht in jeder Ecke ein Stuhl und du... Ne. Iss doch bitte, Freundchen. Ja, stell's am besten in die letzte Ecke. Du isst das jetzt sofort. Isst du jetzt oder? Nee, nicht weglegen. Du sollst es essen. So, iss sofort. Sonst schaufel ich dir das persönlich rein. Iss! Er isst es einfach nicht. Das nervt mich gerade so extrem. Da will man denn hier mal irgendwie was voll Romantisches machen und der isst einfach nicht. Yay, boo, ja, back dich einfach auf den Stuhl. Ist kein Problem, Nathan. Ja, ist gut. So, dann kannst du nämlich anzünden danach. Und Joan geht dann danach dahin. Hier hingehen. Du kannst hier auf eine Bank setzen. Ich weiß bloß noch nicht, auf welche, auf die hier am besten. Hier sitzen und plaudern. Machen wir dann. So. Nathan kommt dann auch. Ein bisschen schneller. Ha, ist das Leben anstrengend hier in Sims. Es ist unglaublich. Joan ist schon da. Nathan isst noch. Friss! Mann! Ist der hier? Ist ja nicht zu glauben. Manchmal verstehe ich den Typ nicht. Oh, sieht das schön aus. Oh, ist das schön. So, du... Küssen. Fang dann erstmal... Also erstmal einen Kuss. Techtelmächtel im Busch, ich glaube auch. Dann... was habe ich jetzt hier gemacht? Zusammensitzen. Ja, das ist eine super Idee. Dann Fußmassage. Och, wie süß. Gnadenlos kitzeln, massieren, rumschmusen. Ja, eine Fußmassage ist super. Bitte Spiel, bleib nicht stehen. Fußmassage ist ganz toll. Zuneigung. Ja, Warteschlange ist voll. Ach, der isst noch. Hör mal auf mit deinem hässlichen Essen. Hm? Mit deinem hässlichen Essen. Du sollst hier deine Freundin küssen oder so. Sieht das schön aus? Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich hier gerade... Man möchte hier machen, was man möchte. Und trotzdem wird es nicht so, wie man sich's vorstellt. Was macht der Nathan denn da? Was macht er das hier in der dreckigen Umgebung, oder was? Weg mit dem Teller. Den braucht gerade niemand. Finde ich gerade überhaupt nicht in Ordnung. Jetzt gehen die doch hier hin. Und was machen die denn? Verstehe ich nicht. Muss ich das verstehen? Ich weiß es nicht. Hier ist noch ein Stein. Toll. Ja, das Feuer ist aus, ne? Kann sie hier vielleicht noch irgendwas am Feuer ändern? Benzin hinzufügen. Benzin hinzufügen ist eine super Sache. Mach mal bitte. Ja, genau so dachte ich. Das sah ein bisschen falsch aus. So, die machen das jetzt hoffentlich. Und warten nicht wieder eine halbe Ewigkeit. Ich mag den See. Der See ist toll. So, guten Tag. Machen die jetzt auch was? Die machen das nicht. Warum? Nathan. Von Nathan Kompliment bekommen. Ja, Nathan, dann mach doch auch. Das ist nicht romantisch. Der hat auch langsam hat er auch keinen Spaß mehr. Das ist. Oh. Mach doch was, Freundchen. Jemanden anrufen. Nee, du sollst hier deiner Freundin heiraten. Warum macht er nichts? Weißt du was? Das klicken wir jetzt weg. Das geht mir auf den Keks. Ja, spinn ruhig, Spiel. Ich verstehe das nicht, warum die Sims nie das machen, was ich denen sage. Der steht hier nur rum. Mit Nathan plaudern. Ja, das ist der Plan. Ich frage mich nur, warum der nicht ausgeführt wird. Und jetzt geht's hier schon wieder schlecht. Ich krieg die Krise manchmal. Ich wollte das romantisch machen. Ich hab... Ja. So, vielleicht kriegt man das jetzt hin. Heiratsantrag machen.
Mach einfach. Mach es einfach, Nave. Mach doch irgendwas, sonst geht die wieder weg. Oder jetzt scheiße, da kommen dann Stinkwolken. Das ist unromantisch. Mach doch einfach. Steh auf und mach. Jetzt. Ich glaube... Er macht es. Oh, ist das süß. Ravuna! Keep you know me still. Und gerade in dem Moment geht das Feuer aus. Manchmal könnte ich... Sie freut sich. Das ist super. Jetzt rennt er weg. Ich stelle mir das gerade lustig vor. Hey Schatz, willst du mich heiraten? Ja, okay, ich gehe vor die Glotze. So, nee. Nathan. Das, macht man anders. Joan sofort heiraten. Hochzeitsfeier planen. Das könnt ihr ja mal machen. Sag ihr, wie du dir das gedacht hast. Und dann... Naja, macht man meistens was anderes. Nee, das macht man nicht. Aber... Warum denn Baby machen? Wer kommt denn auch... Hier, das wollte ich. Und zwar Techtelmechtel im Whirlpool. Ist romantisch, glaube ich. So, mach hin. Das bringt auch Spaß, glaube ich. Hoffe ich einfach mal. Also, ich hoffe mal, dass dieser Akt den beiden Spaß macht. Weil ansonsten, das ist ein bisschen falsch. Egal. Nathan, wo willst du hin? Sie rennt ihm so hinterher. Sie will was von ihm, er aber nicht von ihr. Ach so, Hochzeitsfeier planen, kosten 1000, ja, das ist ja nicht viel. Aktivität, ja, das ist gut, eine Hochzeit, ja. Brautpaar, das ist super, das haben wir. Gast, 2 sind erforderlich. Na, ihn auf jeden Fall. Shirley's, Yuki darf gerne kommen. Zoe, Eric auf jeden Fall, Paul, Daria, Frederick und Lingenstar, die beiden. Also er. Ach, den kennt er nicht. Ach, er kennt die ganzen Leute da nicht. Das ist natürlich doof. Maximal 15. Ich hätte aber auch gerne 15. Passt. Kann ich von jemand anderem noch... Nee, kann ich nicht. Gäste 10 haben wir auf jeden Fall schon. Das ist gut. Dann laden wir jetzt halt irgendwie noch andere Leute ein, die wir eigentlich gar nicht kennen. Aber noch mögen. So. Das passt. Ich hätte gerne noch andere Leute angeladen, aber die kennt Nathan nicht. Das ist ein bisschen doof. Daria könnte Caterer sein. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Diese Rolle besetzen. 1. Kann ich auch aussuchen, wer das macht? Ja. Okay. Weiß ich nicht. Nee, passt. Ist die Rolle da jetzt besetzt? Ich weiß es nicht. Machen wir das bei... Ich verstehe das nicht. Was soll ich denn tun? Ach so. Okay, diese Rolle besetzen. So, passt. Einen Mixer brauchen wir auch. Das, ja, diese Rolle besetzen. Und einen Musiker brauchen wir. Diese Rolle besetzen. Weiter. Wir heiraten bei uns zu Hause. Ist das möglich? Weder einen Ort. Ja, gerne zu Hause. Wie heißt denn das, wo wir wohnen? Die Mars-Residenz. Ja, genau das. Das ist super. Warte mal. Abbruch? Doch. Hochzeit nicht erfolgreich. Ich hoffe, die sind jetzt noch nicht verheiratet. Das wäre, was? Ich dachte, das planen wir irgendwie für einen... Oh, ich bin auch blöd, ne? Können wir das jetzt plaudern? Oh, ich hoffe, das war jetzt noch nicht, ne? Also das wäre ja... Das wäre ja die Krönung. Ups.
Gesellschaftliches Ereignisplan. Das kann ich jetzt doch mal machen, wenn ich will. Ich hoffe einfach mal. Machen die hier. Jetzt machen die Techtelmechtel. Das finde ich gut. Irgendwie muss ich hier bloß gerade auf Nathan warten. Der steht hier schon wieder nur rum. Warum? Das versteht doch kein Mensch. Nee, also ich verstehe es nicht. Inspiriert, aha. Interessant, könnt ihr jetzt mal losgehen? Geht's. Geht mir aus den Augen. Ja. Da gehen sie wieder hin. Er ist schon wieder in seinem Anzug. Ah, ich hätte... Mist, ich habe die nicht umgezogen, ne? Die waren in ihren ganz normalen Alltagsklamotten. Das war irgendwie geplant, aber auch voll schlecht geplant. Glaube ich zumindest. So, die machen das jetzt. Das finde ich super. Ein Kind aus den beiden könnte wirklich gut aussehen, glaube ich. Oh, ist das süß. Ich glaube, das wünscht sich jedes Mädchen, oder? Dass das so aussieht. Leider ist die Realität etwas anders. Da kommt er von hinten, natürlich. Ach genau, ich wollte hier ja noch diesen Geheimkeller der Qualen einbauen. 50 Shades of Grey und so. Mr. Grey. Aber mache ich auch noch. Das mache ich ganz einfach noch in den Keller irgendwo, so durch den Geheimgang. Aber ich weiß noch nicht wann und wie und wo. Machen die jetzt noch was? Ich weiß nicht. Schön. Gut, das war dann jetzt die super romantische Hochzeit. Nee, Verlobung. So, die Hochzeit kommt noch und die ist noch weniger romantisch als diese Verlobung. Es war grausam. Aber das sehen wir erst in ein paar Folgen und ich muss halt ehrlich sagen, das ist nicht so mein Ding, das irgendwie romantisch hinzubekommen. Aber ihr werdet es noch sehen. Und ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß beim Zusehen von der Sims 4 Familie Mars. Und ja, bis zur nächsten Folge, ne? Tschüss!